Ich habe nachgedacht über die Spezialisierungstendenzen gewisser Insektenarten. Strengen Sie sich nicht an. Versuchen Sie ein wenig zu schlafen. Jedes Ameisenvolk hat Arbeiter, geflügelte Männchen und eine Königin. Der Staat wird organisiert von der Königin. Sie muss daher geschützt werden. Sie ist das Herz und Seele, das Leben ihres Volkes. Sie ist das Innerste. Sie ist es, die spricht. Wenn sie sterben würde. Was bloß passiert, dass deine Hose keine Bügel fallen hat? Und was bloß passiert in einem Leben, liegt doch immer alles glatt. Was ist bloß passiert? Bist du auf allen Vieren kriegst? Und bist nach der Rolle riechst? Dass du kein Inlineskater bist und im Friseurtermin vergisst? Was bloß passiert, dass du kein Trekkingbike mit 30 Gängen brauchst? Und was bloß passiert, dass du es nötig hast und Fairplay-Tabak rauchst? Was ist bloß passiert, dass du den Mut so schnell verlierst? Und nicht im Kampf anzumarschieren, marschieren, dass du dich einfach so erschießt und nur dein eigenes Blut vergießt. Knüppel raus! Verloren gewachsen bist! Noch bevor er mit dir spricht, du den Knüppel im Gesicht! Den Rest hast du noch auf dem Papier! Und du bist völlig verloren besetzter bist! Du hast kein Geld und keinen Job und grüne Haare auf dem Kopf! Die Scheißgesellschaft macht dich krank, du bist ein Punk! Flecken im Gesicht, keine Zähne mehr im Mund. Heute sind du vor Gericht und kennst du nicht einmal den Grund. Doch wie so oft in dieser Welt ist das Urteil schon gefällt. Denn ein Richter ist die Zivilisation. Und du bist völlig, weil die Mehrheit es so will. Du bist anders als der Rest, weil du dich nicht warten lässt. Scheißgesellschaft macht dich krank. Du bist ein Punk. Mir bringt dich deutlich ein Bild ein, die Macht im Vaterland verteilt sich auf drei Komponenten: Faustrecht, Gebot und Verstand. Verstand wäre die Regierung, die Kirche das Gebot. Das Faustrecht wäre die Bullenschweine, die Vereinigung als Tod. Denn da, wo nur die Wirtschaft noch irgendwas verkehrt, was Selektion und Wettbewerb den nächsten Herbst beschert. Regierung diktiert den Bullen, Schweinen töten, was uns stört. Die Kirche grinst und tut dabei, als hätte sie es nicht gehört. Zu dritt wird angemordet, ohne Unterlass. Wer heute nichts dagegen tut, für morgen meinen Hass. Bei Bonzen, Fett und Bullen sind die Blumen meiner Revolution. Freiheit ist das Endprodukt ihrer Assimilation. We'll be right back.
Heute Morgen, da kam ein Päckchen mit der Post so gegen 9. Obendrauf stand ihre Adresse. Doch was könnte es nur sein? Ich habe dran gerochen und ich habe dran geklopft. Ich habe es geschüttelt und geguckt, ob etwas kommt. Ich habe es gewogen, doch Gott verdammt an mich. Ich weiß nicht, was ist. Bitte öffnen Sie das Päckchen und holen Sie ihn raus, den geheimnisvollen Inhalt. Ich halte nicht mehr aus. Ich habe dran gerochen und ich habe dran geklopft. Ich habe es geschüttelt und geguckt, ob etwas kommt. Ich habe es gewogen, doch das verdammte Mist. Ich weiß nicht, was ist. Du sitzt am Kaufhof und die Leute gehen vorbei an einem Montag. Deine Hände sind schon blau, denn es ist kalt. Du sitzt am Neumarkt und die Leute gehen vorbei am langen Samstag. Ein paar Groschen sind dein einziges Gehalt. Die meisten haben es eilig, kaufen irgendeinen Dreck. Zucchinis aus Mofas und Plastikbesteck. Wie viel Geld brauchen die, um glücklich zu sein? Später am Nachmittag hast du ein bisschen Geld und gehst ins Kaufhaus, denn du möchtest gerne wissen, wie es ist. Wenn man Schwachsinn kauft und tut, als sei man glücklich, wenn man Kaviar und Räucher mit Plastikgabeln frisst. Weil du nur die 10 Mark hast, reicht es nur für wenig Müll. Du merkst, man braucht mehr Scheiße, wenn man glücklich werden will. Wie viel Geld brauchst du noch, um glücklich zu sein? Jetzt weißt du endlich, dass du niemals glücklich wirst. Und nicht so glücklich, wie du bist. Bist du wieder pleite? Es hat dir nichts gebracht. Wohin willst du gehen? Kein Geld mehr für die Nähe. Wie viel Geld brauchst du noch, um glücklich zu sein? Jeder Tag ein Fest.
die Reihe kriegen, so scheißen wir gemeinsam auf die Welt. Schmerzen mit Bummel vertreiben, für immer schockbesoffen bleiben. Der nächste Kasten ist schon kalt gestellt. Einem Körper, der gesund ist, dem genügt ein leerer Geist. Wir trinken mit der Alkohol gewinnt. Auch wenn wir Neustadtisten sind, in einem Film, der ständig reißt, wir halten unsere Fahne in den Wind. Ich warte auf die Straßenbahn morgens um 3:30, die letzte Bahn ist gerade weg. Da kommt ein ziemlich netter alter Mann vorbei und schenkt mir seinen Cadillac. Nie im Leben hätte ich jemals gedacht, dass es so etwas gibt. Nie im Leben hätte ich zu träumen gewagt, dass der Herrgott mich sieht. Weil ich doch schon besoffen bin, fahr ich viel zu schnell auf irgendwo einen Bullenstreifen sehen. Gleich bin ich zu Hause und es ist noch nicht mal hell, dann kann ich endlich schlafen gehen. Nie im Leben hätte ich jemals gedacht, dass es so etwas gibt. Nie im Leben hätte ich zu träumen gewagt, dass der Herrgott mich liebt. Und das gerade heute, denn jetzt musst du auch noch jobben gehen, weil das Arbeitsamt kein Geld mehr überweist. Du greifst in eine Truhe voller Signaltextilien, auf die dir erstmal andere Stücke geht. Du leistest dir den Luft und lässt überall das Licht an, wenn du Trommel erst ab und da gab den Red. Du bist gerade zur Tür und dann fällt dir plötzlich ein, du hast eigentlich keinen Bock. Was kümmert sich der ganze Wind, wenn du nicht dazu beitragen willst? Und kein Wille auf das hat geschehen. Denn jeder Mensch auf dieser Erde, jeder Traum in Gottes Erde, ist seines eigenen Glück geschmiert. Dein allerliebstes Spieler, als ist immer du den Staat bescheiden. Du willst schon sehen, wohin das führt. Den ganzen Tag für die Lacht, vor Steuerzahler Geld verbracht. Du bist da gar nicht interessiert. Da gibt es einfach Sachen, die gar nicht mal so schlecht sind. Zum Beispiel ein Nick-Jogger-Fleisch-Konzert. Die spielen nur das Schalke vor 70.000 Leuten. Auch leider kennst du keinen, der dich fährt. Du willst dich gerade kundigen, ob doch noch jemand fährt. Doch plötzlich hast du wieder keinen Bock. Was kümmert dich der ganze Welt, wenn du denkst, dass du bei Rockstar bist? Und keine Hoffnung, dass das geschieht. Denn jeder Mensch auf dieser Erde, jede Schaf in Gottes Erde, ist sein eigenes Glück gespielt. Dein allerliebstes Spieler, als das immer du den Staat bescheißt. Du wirst schon sehen, wohin das führt. Den ganzen Tag wird die Last und Steuerzahler Geld verpasst. Du bist da gar nicht interessiert. Heute bleibe ich zu Haus. Ein bisschen Ruhe muss schon sein. Am Montag gehen die Lichter aus. Dann hol ich mir nen gelben Schein. Was kümmert sich der ganze Wind, wenn denkt, dass du mal Rockstar bist? Und kein Erlaub, dass das geschieht. Denn jeder Mensch auf dieser Erde, jede Schaf in Gottes Erde, ist seines eigenen Glück geschmied. Und trotzdem sexy, das ist der neue Trend jetzt. Obdachlos und trotzdem sexy, hat sich endlich durchgesetzt. Vaterstaat hat endlich reagiert. Sexy sein wird jetzt subventioniert. Obdachlos und trotzdem sexy, das ist der neue Trend jetzt. Obdachlos und trotzdem sexy, hat sich endlich durchgesetzt. Das Recht auf sexy sein, es zahlt sich aus. Ich gehe durch die Straßen und fühle mich wie zu Haus. Obdachlos und trotzdem sexy, das ist der neue Trend jetzt. Obdachlos und trotzdem sexy, hat sich endlich durchgesetzt. Sexy sein wird jetzt subventioniert.
wurde ja auch Zeit, dass das passiert. Täglich werden Menschen, die zu jung sind, um zu denken, dem Weltgericht als Christen vorgestellt. Gebrandmarkt auf den Scheiterhaufen der Beweise ihrer Unschuld, errichten sie aus Furcht die neue Welt. Verurteilt nach Geboten und verlogenen Gesetzen marschieren sie im Stechschritt zum Schafott. In bedingungsloser Hörigkeit dienen und gehorchen sie der Willkür eines Richters namens Gott. Das ist der jüngste Tag. 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 Gehüllt in schwarze Leichentücher ohne Aussicht auf Bewährung kehren sie im Morgengrau zurück. Verraten und betrogen zerstören sie ihr Lebenswerk auf hoffnungsloser Suche. Das ist der jüngste Tag. 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 Bei Ford um 7:30 ab morgen wird wieder gestreikt. Bei Kaffee und Brötchen sitzt man hier und sagt, was der Beirat den Leuten verschweigt. Mit Betriebsfunktionären können wir nichts bewegen, die stehen uns doch nur im Weg. Trinkgeld und Gewerkschaft sind gute Kollegen und sinnlose Streiks der Blick.
Briefwechsel mittags bei Ford um halb drei. Alleine geht man nie nach Haus. Da fährt ein Mercedes 600 vorbei und finstere Jungs steigen aus. Mit Rüstungsfunktionären können wir nichts bewegen. Die stehen uns doch nur im Weg. Denn Geld und Gewerkschaft sind gute Kollegen und Money sei tot der Beleg. Scheiß auf deine Meinung und auf alles, was du sagst, solange du mir den Kopf nicht mehr verdrehst. Ich gebe keine Antwort, wenn du mich nach etwas fragst, weil du mich ja noch nicht mehr verstehst. Egal wie immer du auch heißt, ich will nur, dass du eines weißt, ich brauch dich nur noch heute Nacht. Hast du dein Testament gemacht? Dies ist deine letzte Nacht. Wenn du morgen stirbst, bist du allein. Du hast nie selber nachgedacht, du hast nur alle nachgemacht. Dabei wolltest du noch anders als die anderen sein. Was nützt dir jetzt dein Abi und was nützt dir dein Diplom? Da wo du jetzt bist, ist alles leer. Du weißt zwar, wer Picasso ist und du kennst den Kölner Dom. Doch all der ganze Schwachsinn nützt dir jetzt nichts mehr. Ein leerer Raum ist ein Zuhause, sitzt für den ganz alleine aus, du bist auch so intelligent. Hast du dein Testament gemacht? Es zeigt sich mehr als letzter Nacht. Zum allerersten Mal bist du allein. Du hast nie selber nachgedacht, du hast nur alle nachgemacht. Dabei wolltest du doch anders als die anderen sein. Welcher Fernsehfilm dir lieber ist? Schade, dass du mir nicht sagst, was du heute Abend essen magst. Es ist schade für uns zwei, doch vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie du meinst. Es ist schade und vorbei, auch wenn du jetzt weinst. Schade um das viele Geld, du hast gestern noch auf meine rechte Kleider bestellt. Schade, dass es nicht so schwer zu Ende ist. Ich wollte dir noch sagen, dass es ist schade für uns zwei. Und vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie du meinst. Es ist schade und vorbei, auch wenn du jetzt weinst. Naja, Sie sehen ja, der Plan ist einfach. Wir lassen Benzin in die ganze Anlage laufen. Und wenn die Ameisen versuchen sollten, die Gräben zu überqueren, dann zünden wir das Zeug an und sehen zu, wie sie alle verbrennen. Auf der Straße vor deiner Tür trinken Jugendliche Bier. Doch der Spaß ist schnell vorbei, denn du rufst die Polizei. Das Tütata, das Gitter. Auf der Straße vor deiner Tür liegt ein Unter Brotpapier. Du hast gesehen, wer es war. Die Polizei ist auch gleich da. Das Tütata, das Tütata. Diesmal wollte sie zu dir. Du wohnst jetzt in der Psychiatrie und bist so glücklich wie noch nie mit deinem Spielzeugtelefon. Du bist die 1120-2000. Du bist die 1130-3000. Du bist die 1120-4000. Du bist die 1130-5000. Zivilisten, der Oma, du putzt es meistens schwul. Den
den ganzen Tag nur Arsch spritzen und meinen Mann, das findet ihr wohl cool. Wollt ihr unsere Meinung hören? Die Kommunisten rüsten weiter auf und ihr spielt weiter Stromgitarre. Packer und Springerstiefel zieht ihr doch nur am Wochenende an und ihr wisst gar nicht, was läuft. Scheiß Zivildienst, Urlaub auf Kosten vom Staat. Greift zur Waffe, hört nicht auf Faschus und befolgt unseren Rat. Simone Beauer, lesen, ob du ein Gläschen Wein kannst, auch zu neu. Das deutsche Wein ertrinkt ihr nicht, ihr Homos wisst doch nicht mal, wie man soll. Wenn das deutsche Wein als Gebot vom Bier auf den Menschen übertragen würde, dann müsstet ihr euch endlich waschen. Auf Demos gegen Gewalt gehen und dann die ganze Zeit Ameisen tottrampeln. Ihr seid sowas von inkonsequent. Scheiß Zivildienst, Urlaub auf Kosten vom Staat. Greift zur Waffe, hört nicht auf Faschus und befolgt unseren Rat. Du hast gesagt, ich sei ein Arschloch, obwohl du mich kein bisschen kennst. Ich stand an einem Bahnsteig und meinst du fuhr gerade ein. Da hast du mich nett gefragt, ob ich dir ein bisschen Kleingeld geben könnte. Und ich habe nein gesagt. Du hast gesagt, ich sei ein Wichser. Und wir haben diskutiert. Du meintest, ich sei reich und du wärst bettelarm. Doch du meinst du gerade weg. Dann hast du mich doch mal um Kleingeld angeschaut. Und ich hab gesagt, du bist Dreck. Okay, ich bin kein Terror.
sein, auch wenn einer dir sagt, wie gut er dich versteht. Denn der verdient damit sein Geld, das er dich für besteuern ist, solange es dir nur dreckig geht. Und weil er alles besser weiß, glaubst du ihm den letzten Scheiß. Und man erzählt auch nicht, weil das es dir nicht besser geht. Du kannst mir viel erzählen, bitte lassen lieber sein. Allen anderen geht es auch nicht gut, was bildest du dir ein? Es gibt massenweise Leute, denen geht es wirklich schlecht. Und nicht nur deine kleine Welt, ich bin zum Kotzen ungerecht. Geh zu Mama, geh zu Papa, bring dich um. Ich höre dir nicht zu, weil du dich am liebsten selber reden hörst. Ich höre dir nicht zu, denn du redest meistens mit. Ich höre dir nicht zu, und du merkst nicht, dass du andere Leute störst. Ich höre dir nicht zu, weil du ein Schwätzer bist. Wenn ich dich nicht verprügeln soll, dann halt jetzt besser den Mund. Ich höre dir nicht zu, was jemand anders soll, dann bleibst du länger gesund. Ich höre dir nicht zu, du redest Müll, den ich nicht ertragen will. Ich höre dir nicht zu, du machst mich krank, meine Nerven liegen blank. Und ich höre dir nicht zu. Ich höre dir nicht zu, noch nicht einmal für 100.000 Mark. Ich höre dir nicht zu, denn du hast kein Niveau. Ich höre dir nicht zu, dein Geschwätz ist mir ein Nagel für den Sarg. Ich höre dir nicht zu, nicht hier noch irgendwo. Wenn ich dich nicht verprügeln soll, dann halt jetzt besser den Mund. Ich höre dir nicht zu, was jemand anders soll, dann bleibst du länger gesund. Ich höre dir nicht zu, du redest Müll, den ich nicht ertragen will. Ich höre dir nicht zu, du machst mich krank, meine Nerven liegen blank. Ich höre dir nicht zu. Ich höre nicht zu, du redest Müll, wenn ich nicht ertragen will. Ich höre nicht zu, du redest nicht, wenn ich du ertragen will. Ich höre nicht zu, ich höre nicht zu, ich höre nicht zu, ich höre nicht zu. Das ist anstrengend. Oi! Oi!